Nachdem das Polaris and Friends Treffen in den vergangenen beiden Jahren erfreulich zunehmenden Zuspruch gefunden hat, rief das Team von Polaris Germany am 29. April bis 1. Mai 2016 auf sein drittes Polaris and Friends Treffen. Hallo, mein Name ist Philipp Amelka. In meiner Aufgabe als Vertriebsleiter bei Polaris Germany bin ich sehr froh, dass ihr bei diesem speziellen Event Polaris and Friends eigentlich zwei Sachen verbinden konnte. Zum einen ein Treffen mit unseren Händlern für den Austausch bezüglich unseres Materials, unserer Produkte, aber auch der Erfahrungen im Servicebereich insbesondere. Zum anderen natürlich auch die zwei Tage, an denen Endkunden an dem Event teilnehmen konnten. Allerdings fand das Polaris and Friends Treffen 2016 nicht mehr, wie in den vergangenen Jahren, im Tagebau bei Hohenmölsen statt, sondern auf dem Gelände des MSC Pflückow in Torgau. Wunderschöne Veranstaltung. Gelände ist riesig, macht was her, Wetter ist okay, Leute passen, perfekt, absolut perfektes Wochenende. Tolle Veranstaltung hier, das Geile ist, die Leute konnten wirklich alles fahren. Alle Polaris-Fahrzeuge sind da, macht richtig Spaß. Das Wetter ist genial. Am besten ist, dass die Kunden auch mal andere Fahrzeuge ausprobieren dürfen. Sehr gute Veranstaltung, ja, also Polaris and Friends ist jedes Jahr interessant für uns als Händler und auch für unsere Kunden. Also hier auf der Strecke macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß als in dem Tagebau, wo wir das letzte Mal waren, und bis jetzt läuft alles perfekt. Hallo, mein Name ist Klaus Spörl vom ORMS Rettungsdienst und wir sind hier vom Veranstalter gebucht, um die medizinische Versorgung sicherzustellen, was bei dieser Art von Veranstaltung eher einfach ist, da nicht so viele Unfälle passieren und wenn, dann meistens nur Kleinigkeiten, meine Schürfwunde oder meine Verstauchung oder Prellung oder vielleicht eine Kopfschmerztablette für den Morgen danach. Aber ansonsten ist alles gut und der Veranstalter möchte aber trotzdem, dass jemand hier ist, dass im Falle eines Falles eine adäquate notfallmedizinische Erstversorgung durchgeführt werden kann. Mit den Reifen gewonnen habe. Ich vertraue Ihnen, Sie vertrauen mir und es funktioniert. Man muss nur da drinnen sagen, es geht. JDB von Quadfreunden Harz, wir kennen uns. Wir sind hier auf dem Polaris-Event, wie eigentlich jedes Jahr. Dieses Jahr sind wir vom Treib befreit. Das ist auch mal ganz schön, da können wir ein bisschen machen, was wir wollen. Und wir haben hier ein tolles Gelände, das muss man einfach sagen. Die Veranstalter haben hier wirklich was hingezaubert. Es macht Spaß, hier zu fahren. Ein bisschen Staubschlucken gehört dazu, aber es macht Spaß. Tolle Veranstaltung. Hallo, ich bin der Marc, komme auch von den Quadfreunden Harz. Und einfach geile Location, super Wetter. Wenn man das gesehen hat, was letzte Woche für ein Wetter im Harz war und jetzt dieses Bombenwetter, man kann im T-Shirt draußen rumlaufen, geiles Wetter,
schöne Location, wie gesagt, super Event, toll. Ja moin, ich bin der Kevin, ebenfalls von Quadfreundenharz. Ich schließe mich der Mehrheit hier an, also es ist wirklich ein richtig geiles Treffen, die Probefahrzeuge zu fahren, mal die Fahrzeuge mit richtig Leistung, also Respekt und wir kommen gerne wieder auf jeden Fall. Ja Mensch, ich bin der Bert Pein, seit 25 Jahren Polaris Fahrer, habe zwischendurch schon eigentlich fast die Quadfahrerei aufgegeben und da kam Polaris auf mich zu, sagte, Mensch Bert, guck dir doch mal die Ace an, und da musste ich einfach merken, ja, das ist einfach sozusagen der Kaffeesatz von dem sozusagen, was eigentlich wichtig ist und was mich eigentlich wieder zurückbringt zum Quadfahren. Und es ist ein Gerät sozusagen, wo ich sehr gut reinkomme. Ich habe einen großen Einstiegsbereich. Ich habe sozusagen, es ist an allem gedacht sozusagen für die Sitzergonomie. Ich kann den Sitz nach vorne schieben, ich kann das Lenkrad anpassen und ich habe für mich sozusagen ein wirklich sicheres Fahrgefühl, weil ich einen tiefen Schwerpunkt habe. Und ich kann auch wirklich wieder lange Distanzen fahren, weil die Maschine ist einfach ergonomisch und fahrsicherheitstechnisch für mich entspannt. Und das Ganze bringt es irgendwo auf den Punkt, dass man sagen kann, Mensch, ich kann bis zum Ende Quad fahren. Das Schöne an der Herzum-Veranstaltung ist, dass wir so ein umfangreiches Gelände haben, dass wir für jede Zielgruppe, ob es ein Schlammfahrern, schnellen Fahrern, Side-by-Side-Fahrer, es ist für jeden richtig was dabei. Die Fläche ist einfach so gigantisch hier, dass jeder auf seine Kosten kommt. Absolut. What the fuck? Ja, so eine Ausstellung, so eine Veranstaltung, wie das jetzt hier war, das ist optimal. Man tut Kunden mitbringen, die Kunden sind begeistert, das ist auf jeden Fall ein Event. Man kann den Leuten was zeigen, man kann zeigen, vielleicht das Fahren verbessern oder Tricks. Wurde hier top gemacht, die Strecke ist genial. Durch den Wald auf eine Rennstrecke zu fahren, ist ja für die meisten Leute oder viele Kunden gar nicht möglich, weil wir ja hier keine Voraussetzungen haben. Wir haben hier Voraussetzungen, wir haben es auch gut gemacht, wir sind Trail gefahren, die Kundschaft ist begeistert und somit bringt es uns auch wieder neue Kunden automatisch, weil sowas spricht sich ja rum und die sagen jetzt schon, sie sind nächstes Jahr auch wieder dabei. Ja, also ein Willkommen hier von Polaris & Friends, Veranstaltung hier in Torgau 2016. Man sieht, hier ist jede Menge los. Wir haben dieses Jahr das dritte Polaris-Treffen in Deutschland organisiert. Es sind ungefähr 350 Leute hier am Fahren auf dem Gelände, in den Matschlöchern, auf den Steilhängen, beim Trailparcours. Jede Menge ist geboten. Bis jetzt eine sehr disziplinierte, unfallfreie Veranstaltung. Alle haben Spaß und ja, die Händler sind glücklich, weil ihren Kunden hier neue Modelle zeigen können. Es werden Probefahrten angeboten und wir freuen uns, dass das Wetter mitspielt und wir nächstes Jahr das gleiche wieder wiederholen. Hallo, ja, das dritte Polaris & Friends dieses Jahr 2016. Wir sind total happy. Die Leute sind begeistert dabei. Die Strecke ist fantastisch und der liebe Gott hat uns wunderbares Wetter bestimmt.